mit Hallo sage. Hm? Ich mit Hallo sage. Ja. Komm, darf ich mal Hallo sagen? Ups. Hallo, ihr Lieben. Ja, mich gibt's noch tatsächlich. Und der Lenny gibt's auch noch. Dem geht's gut. Mir geht's auch gut. Und ja, ich habe ja gesagt, ich habe 2 Wochen YouTube-Pause gemacht. Ist ein bisschen länger gegangen. 2,5 Wochen sind es jetzt. Ich habe nicht wirklich Urlaub gehabt. Manche Hände denken, ich habe Urlaub gehabt und haben mir schöner Urlaub gewünscht. Vielen Dank dafür. Der Lenny ist schon müde, Socke. Der darf wieder da schlafen jetzt. Ja, darf da schlafen. Nee, ich habe keinen Urlaub gehabt. Ich habe voll gearbeitet in meinem echten Job. Und ja, habe da ein bisschen viel Stress im Moment. Und dann habe ich einfach gedacht, ich gönne mir mal, das war der Lenny, der gähnt wieder. Dann habe ich gedacht, ich gönne mir mal 2 Wochen YouTube-Pause. Ja. Das habe ich gemacht. Also wirklich Pause habe ich nicht gemacht. Ich habe auch aufgeräumt und umorganisiert und so. Jetzt kommt er wieder mit seinem Ball. Liebe Leute, immer wenn ich irgendwo sitze, meint er, ich muss so ein Ding da schmeißen. Machen wir das halt. Naja, auf jeden Fall, ja, ich bin ein bisschen am Umorganisieren und so. Das ist so ein bisschen, also mein Haus hätte es auch nötig, so ein bisschen Frühjahrsputz, aber im Moment meint es jetzt noch nicht. Ist mir alles noch zu staubig da draußen. Aber in meinem Bastelzimmer habe ich angefangen, so ein bisschen ja, umzuräumen, aufzuräumen und so weiter. Und also ich habe das Gefühl, das ist so ein Prozess, der hört nie auf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe das Gefühl, ich suche jedes halbe Jahr nach der neuen perfekte Idee. Ja, gefunden habe ich sie noch nicht. Aber ich habe wieder ein paar Ideen gehabt, wo ich gedacht habe, ja, das probiere ich jetzt mal aus. Ein paar Sachen, die ich habe, die haben sich ja wirklich bewährt. Also wie mein Drehteller, mein Drehkarussell, wo mein ganzes Werkzeug drauf ist. Also da muss ich sagen, mit dem Ding bin ich super zufrieden. Ich habe es jetzt echt schon eine Weile und das möchte ich nicht mehr hergeben. Also es gibt so gewisse Sachen, wo ich sage, ja, die habe ich ausgetestet, die sind super und gefällt mir richtig gut und ich kann gut mitschaffen. Ja. Was ich möchte halt immer alles in greifbarer Nähe haben. Und da gibt's, ich habe auch wirklich einiges an Videos geguckt und so, weil ich immer Hoffnung habe. Ich finde so das optimale Video für mich mit der optimalen Idee und so. Und ja, ich glaub aber, man braucht so eine Mischung. Da ist er. Lady, lass los, dann kann ich es auch wieder schmeißen, okay? Naja, also ich denke manchmal, man braucht so eine Mischung aus ein paar Ideen. Ja, also ich habe mir da auch so ein bisschen was rausgesucht. Und das, was ich euch heute zeige, das ist eine Idee, die ist nicht von mir. Also das gibt es schon länger. Das ist ein Unendlichkeitsbuch. Und ein Unendlichkeitsbuch, ja, wie das Wort schon sagt, das ist wie diese Unendlichkeitskarte. Das kann man blättern und blättern und man meint, es hört nicht mehr auf. So ähnlich. Es hört natürlich auf, wenn man nicht merkt, dass man wieder am Anfang gelandet ist und so. Und dass man wieder gerade das Gleiche sieht. Ja, das ist das Unendlichkeitsbuch und ich habe mir jetzt eins gemacht, da bewahre ich jetzt aktuell drin auf so ein bisschen so, so Sticker und so, was ich habe. Also ich möchte das jetzt mal für mich testen, vielleicht mache ich dann mir nochmal eins für Labels und für Nummern und solche Sachen, aber ich habe Hoffnung, also ich habe ja viele Körbchen und so, die ich dann auf meinen Schreibtisch hole und wenn ich dann irgendwas mache, wo ich mir dann da was raussuche, das passt schon, aber ich habe ja auch dieses eine Körbchen da gehabt. Könnt ihr euch erinnern, das sind diese durchsichtige Briefumschläge drin, mit meinen Teebeutel und mit alle möglichen Sachen. Und da gab es eben Aufkleber und alles Mögliche. Auch von Tim Holtz, so kleine Ephemera-Sachen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die sind da drin geblieben, ein Jahr lang. Jetzt habe ich die nie benutzt, weil die waren irgendwie aus meinem Hirn draußen, dass ich die da drin habe. Und wenn sowas ist, dann denke ich, ja, jetzt brauche ich eine neue Lösung. Jetzt muss ich irgendwas Neues probieren. Das ist halt jetzt ein Versuch. Ich probiere das jetzt mal mit diesem Unendlichkeitsbuch. Da ist nicht alles reingegangen, aber ein Teil. Also meine Blumen sind drin, diese übrige Tim Holtz-Figürle sind drin, solche Sachen sind jetzt da drin. Ich hatte ja früher schon mal einen Ephemera-Holder, den ich mir mal gebastelt hatte. Das war so voll das Riesenbuch. Und ja, das konnte man auch nicht gut blättern damals leider. Das war irgendwie, da habe ich zu dickes Material genommen. Also entschuldigt die Nebengeräusche, das ist wieder hier unser kleiner Freund. Und dieses Unendlichkeitsbuch, das ist,
eine kleinere Sache. Also das ist du noch. Also ich zeige es euch jetzt dann gleich. Ich blätter das direkt am Anfang gleich mal mit euch durch und sehe mal, ob das vielleicht was für euch ist. Und wenn ihr dann dranbleibt, zeige ich euch auch, wie ich es gemacht habe. So, der Lenny, mit dem gehe ich jetzt kurz raus, weil ich denke, der muss jetzt irgendein kleines Geschäft erledigen. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zugucken. Gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und jetzt geht's los. Also ich habe da ein ganz, ganz altes Buch gehabt. Die Heilige und ihr Narr. Das steht außer am Cover dran, 1700, ich glaube 98. Das war wirklich sehr alt. Das Innenleben habe ich schon benutzt und das hatte ich schon eine Weile rumliegen. So, und das muss man richtig auseinandernehmen. Nicht wie sonst üblich bei einem Elternbuch, dass man das Bein drin lässt, sondern richtig auseinanderschneiden und schon ein bisschen sauber machen. Und das Papier, was ich nehme, ist kein dünnes Papier. Also das ist so ein leicht cremefarbenes Papier. Das habe ich mir mal gekauft. Und es hat, ich glaube, 200 Gramm schwer. So, und jetzt machen wir euch ein Maß. Und zwar, ich habe mich dran orientiert an der Breite von dem Innenpapier, was in dem Buch innen drin war, also an der Innenseite. Und da habe ich mir jetzt 8 Stücke geschnitten. Die müssen gleich groß sein. Und mir ist auch direkt ein Fehler unterlaufen. Ich zeige euch jetzt wieder direkt meinen Fehler und da können wir dann davon lernen wieder, wie man es nicht macht. Also, aber das müssen wir machen. Ihr müsst es ausmessen. 8 Stück und die müssen gleich groß sein. Und jetzt lege ihr 2 Stück von den Papieren nebeneinander, aber mit Spalt. Seht ihr? Da ist ein Spalt in der Mitte. So etwa 2 bis 3 mm muss das sein. Das ist wichtig, weil sonst funktioniert das hinterher nicht mit dem Umblättern ganz gut. Und ich nehme ein normales, so ein Paketband, kein so glänzendes. Ich habe das, was es bei Action gibt. Das ist ganz günstig. Mit dem tue ich auch mal meine Päckle verpacken. Das ist ganz gut. Und natürlich wieder mit Falter und mit allem drum und dran, wie es bei mir so üblich ist. Aber das interessiert mich nicht. Das ist nur für mich. Das darf ruhig ein bisschen rustikal aussehen. Und wenn euch das stört, ihr könnt natürlich da ein hübsches Washi-Tape nehmen oder so irgendwas, was ihr habt, vielleicht in eurem Vorrat, aber es muss halt schon gut festhalten. Also wenn ihr es mit Washi-Tape macht, dann benutzt dann bestimmt noch einen Kleber drunter, dass euch das nicht kaputt geht. Und so tun wir jetzt alle 8 Seiten aneinander kleben, immer mit diesem Spalt in der Mitte und wenn es geht, einigermaßen gerade diesmal. Das ist dann dieses, wie so eine Ziehharmonika. Man sagt auch Akkordeonbuch dazu. Also wie so ein Akkordeon, also das Musikinstrument. Und ja, das ist der erste Part, das ist das Wichtigste, dass man das habe. Und immer schön das, was übersteht, noch abschneide. Also ich klappe immer die Ende einmal um und mache dann auf der Rückseite ein Stück, das ist dann in etwa in der Höhe und das, was drüber steht, das schneide ich halt dann weg. Ja, da sitzt man eine Weile. Also man kann es mit 8 Seiten machen. Ich denke sogar, man könnte noch mal 2 Seiten mehr machen. Also ja, das hätte es auch vertragen. Das macht eigentlich nichts. Und jetzt falte ich das zusammen immer so vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Müssen wir, also ja, das könnt ihr euch ja vorstellen, wie man das faltet, gell? Immer so im Zickzack. Ja, und das haben wir jetzt. Und das wird jetzt verbunden mit der Frontseite und mit der Rückseite von einem Buchcover. Da hat mir jetzt das Innenleben zu gut gefallen mit diesem Exlibris da. Das habe ich noch rausgerissen, weil das wäre ja jetzt verschwunden. Da kommt nämlich jetzt auf die erste Seite. Also ich habe es jetzt mit so einem Uhu-Kleber gemacht, weil den habe ich schon ewig in der Schublade. Wie gesagt, ich räume gerade auf. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, der ist sicher schon 5 Jahre alt. Ich sollte den mal benutzen. Darum habe ich das heute mit dem Uhu-Kleber gemacht. Und da ist jetzt mein erster Fehler, oder das ist überhaupt mein Fehler. Also ihr müsst das da in die Mitte aufsetzen. Das sieht eigentlich schon aus wie die Mitte, aber es war nicht die Mitte. Ich habe es zu weit rechts, würde ich sagen, gehabt. Also der Spalt links, der war zu groß. Das Blatt, ja, das hätte entweder genauso groß sein müssen wie das Buch oder wenn dann
richtig in der Mitte aufgebracht. Und es war jetzt ein bisschen zu weit nach rechts, das Ganze gekommen. Es war nicht vermittelt. Ich denke, das war mein Problem. Das Problem sehen wir jetzt dann gleich nachher. Der Deckel, der kommt hinter genauso drauf. Das habe ich dann da drauf gedrückt und dann habe ich das Buch halt so aufgestellt. So kann man das ja ausrichten. Das ist schon richtig. Nur halt das ganze Innenleben war zu weit links quasi. Ja, und so ist es schön fest gedrückt. Ich meine, der Uhu, das braucht eine Weile, bis das sich verbunden hat, gell? Und jetzt habe ich das erste Mal so Probeumblättern gemacht am Anfang. Genau, da ging das noch und jetzt geht das Unendlichkeitsding weiter. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt lag es nicht mehr flach. Irgendwas hat geklemmt. Nur da muss man erst mal drauf kommen, was passiert. Und das sehen wir, was passiert ist, das ist so übereinander gelappt. Da habe ich gedacht, ja, so ein Mist. Was mache ich jetzt? Das war der Grund, warum das nicht schön flach gelegen ist. Das war irgendwie zu eng. Aber da habe ich eine Weile darüber nachdenken müsse, was da der Grund sein könnte. Dann habe ich der zweite Fehler gemacht. Der kommt jetzt dann gleich. Dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du da ein bisschen was ab. Das ist schon nur ein paar Millimeter, habe ich gedacht. Da könnte ich jetzt das, da habe ich schon ein Lineal und ich habe das schon, auf der anderen Seite habe ich schon gemacht. Habe ich mir die paar Millimeter da, also viel kann ich ja da nicht abnehmen, weil er da das Papier auch schon drauf klebt. Und das ist ewig, weil das Buch, der Buchrücke war da ganz schön dick. Also ich habe da ganz, ganz oft mit dem Messer drüber fahren müssen, bis ich das gelöst hatte. Und so habe ich gedacht, das ist die Lösung für mein Problem, dass die zwei Deckel dann nebeneinander liegen können, dass die dann genug Platz haben. Ja, war nicht so. Kannst du euch gleich sagen, es war jetzt dann noch schlimmer. Weiß nicht warum, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht warum, aber wahrscheinlich hat es irgendwas mit Mathematik zu tun, ist nicht meine Stärke. Sehen wir. Jetzt ist es noch schlimmer. So, der Schuss ist mal nach hinten losgegangen. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und das, was ich jetzt mache, das würde ich glaube, wenn ich das nächste Unendlichkeitsbuch mache, wieder so machen. Also ich habe jetzt gemerkt, so komme ich nicht ans mein Ziel. Und dann habe ich halt, da kenne ich ja nichts, da habe ich dann das Messer genommen. Da kommt so die kleine Wut in das Susannchen hoch und dann, dann wird es abgeschnitten. Weil das hat nicht gepasst, also habe ich das erstmal jetzt entfernt von meinem ganzen Ding. Da war es eh schon eingerissen durch dieses Kürzerschneiden. Ja, und jetzt habe ich nochmal gecheckt, ob die wirklich auch gleich breit sind. Das hat gestimmt, also die Größe hat gestimmt. Und mir war klar, wenn es flach aufliegt, dann muss es mit Abstand liegen. Und den Abstand habe ich mir jetzt erschaffen, indem ich jetzt... Das, wo ich jetzt bestreiche, ist die erste Seite von meinem Akkordeon und das linke Teil ist das Buch, der Buchrücken, das wo dieses der Name draufsteht vom Buch. Und ich habe jetzt einfach meinen alten Leinenstoff genommen. Ich habe da so Leinenstücke noch gehabt, das da war mit Rost gefärbt. Das war mir ehrlich gesagt wurscht. Ich habe jetzt einfach einen stabiler Stoff gebraucht und habe in meinem Körbchen geguckt, was ich noch so übrig habe. Und das ist jetzt die Rückseite, die letzte Seite vom Akkordeon und das habe ich mit der Rückseite vom Buch verbunden. Und seht ihr, da ist schon der Abstand fast 4 mm. Und ich hatte nicht nochmal den gleichen Stoff in der gleichen Länge, darum habe ich jetzt so ein bisschen angestückelt. Aber das ist ein rustikales Buch, das darf auch angestückelt sein, das ist egal. Und ihr seht, ich nehme heute komplett nur Buchbindeleim, weil... Das ist ein richtig toller Klebstoff. Also ich sage es immer und immer wieder. Das Töpfle, das ist so ein bisschen festerer Klebstoff. Und ihr könnt da Stoff mitkleben, alles Mögliche, und aber auch Papier. Und der ist richtig gut. So, und jetzt habe ich das da oben, das steht ein bisschen noch drüber. Und jetzt sage ich, jetzt teste ich das. Es liegt jetzt flach, weil jetzt ist auch hinter der Rücke, das berührt sich jetzt nicht mehr so. Ich habe jetzt da die Weite geschaffen. So, und jetzt geht es weiter. Das ist das, der Spine gewesen, der Buchrücke von diesem alten 1700. Irgendwo steht es da drauf, unter 1798. Unter steht es drauf. Und den wollte ich erhalten. Das ist so schön und das ist so alt ist und ja, toll. Den habe ich da reingemacht. Das ist ein Bellyband jetzt. Ja, und jetzt geht es um die Tasche. Das Ganze, ein Ephemera Holder, braucht natürlich alle möglichen Taschen.
Ich habe mein digitales Papier benutzt, weil ich finde, es ist recht neutral. Ich habe das genommen, wo die Labels drauf sind und nur die Schrift. Und später nehme ich noch das mit einer grüner und ein bisschen blauer Pflanze. Und ich finde, es harmoniert ganz gut miteinander. Und ihr seht, ich habe diesen Buchbindeleim genommen mit einem flachen Pinsel. Seht ihr, streiche ich den recht dünn auf und ich streiche immer so nach außen. So schon 4-5 mm schon, darf das schon sein. Das zieht ganz schnell an. Ihr braucht da nicht ewig warten. Und ja, und so habe ich mir in der Tasche alle mögliche Art und Weise an Tasche kreiert. Und ich habe jedes Papierle distressed, weil mir gefällt es halt, wenn es ein bisschen, ja, dieser rustikale Look einfach hat. Gell? Das ist das andere. Das ist vom gleichen digitalen Papier, nur habe ich da eins gemacht mit einer Pflanze drauf. Aber das ergänzt sich ganz gut. Und dann habe ich da noch ein Papierle benutzt, das sehen wir da schon liegen links. Das ist von meinen Postcards, Vintage Postcards heißt doch das digitale Papier. Das ist das, was ich jetzt aufklebe. Da habe ich doch so kleine Taschen gemacht, wo aussehen wie genäht. Und das kann man ja machen, man kann ja Tasche über Tasche setzen. Und was ich hier einstreiche, das ist ein Amazon Verpackungspapier. Und da habe ich vorne durchsichtige Folie drauf genäht, einfach so Täschle gemacht. Das ist halt recycelte Folie und die habe ich dann mit einem Zierstich dann auf so eine Amazon-Verpackung genäht und habe das dann aufgeklebt, auch mit dem Buchbindeleim. Und so habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, jetzt quasi verschiedene Taschen, je nachdem wie groß das Ephemera ist, was ihr da reinmacht, also wie groß die Aufkleber oder euer ausgeschnittenes Zeug ist. Das ist jetzt wieder von diesem Vintage Postcards digitale Papier, diese Bellybänder. Da habe ich jetzt ein großes Bellyband dahin geklebt. Das hat gerade von der Größe gepasst und habe so vier kleine Kärtle dazu geklebt. Jetzt habe ich da drei kleine Kärtle. Und es gab dann drei kleine Taschen. Ja, ich meine, es ist ein bisschen Arbeit, das ist klar. Je mehr ihr euch da Mühe gebt und hier spiele ich ein bisschen Tetris. Also ich habe immer erst alles hingelegt, so im trockenen Zustand. Und dann habe ich es geklebt. Weil das, ihr könnt es mal so machen, so machen. Ich finde immer so auf die gleiche Art und Weise, das war mir ein bisschen langweilig. Ich habe es immer etwas unterschiedlicher gemacht. Weil ihr habt ja auch vielleicht unterschiedliche Sachen, die ihr dann da reinmachen wollt. Ja, und darum habe ich das erstmal so die Trockenübung gemacht und wenn es dann gut war für mich, dann habe ich es geklebt. Ja, da habe ich wieder eine Tasche über der Tasche gemacht und ja, und jetzt sehen wir schon mal, wie es aussieht. Das ist das ganze Hexenwerk, mehr ist das nicht, ein Unendlichkeitsbuch. Vorne können wir noch Postkarte, habe ich da gedacht, kann man da reinmachen. Also viel geht da nicht drunter, das ist ein bisschen eng, aber ein oder zwei gehen drunter. Die erste Seite ist im Team gewidmet, dass diese Figürle da irgendwo unterkommen und ja, und dann geht's los. Ich habe so viele eben diese Sticker, die habe ich nie benutzt. Da sind noch ein paar von meinen Kaffeeblümle noch drinnen. Ja, ich werde jetzt dann demnächst selber ein paar Blumen machen, die kommen da auch rein. Und dann will ich das wirklich ganz in der Nähe auf meinem Schreibtisch belassen. Und immer wenn ich eine Collage mache, habe ich das zur Hand und ich habe halt gleich die Übersicht dann. Ich sehe dann gleich, oh, heute wird ein Pilz passen oder heute wird das Blümle passen oder von der Größe her sieht man dann auch gleich, wie groß die Sachen sind. Also die Übersicht, finde ich, ist in so einem Ephemera Holder wirklich nicht schlecht. Ja, das ist jetzt eine Seite. Da habe ich dahinter noch so eine Tasche drin, eine größere. Das sind so meine Lieblingspostkarte drin. Also Kopie sind es. Ja. Ja, so sieht es aus. Dahinter sind noch ein paar so Blätter drin, in einem Beutele und so. Ich höre die Musik, es ist schon wieder gleich rum. Schade. War schön wieder bei euch und so. Und ja, ich freue mich. Ja, ich bin gespannt, ob es euch gefällt, was ich da gemacht habe. Oder ob ihr auch mal Lust habt, euch sowas zu machen. Würde mich freuen. Und ja, also ich finde es toll. Ich mache mir garantiert noch mal eins. Das ist einfach, ich mache mir noch ein kleineres mit Nummern und Labels und ja, und das nimmt dann auch nicht viel Platz auf eurem Schreibtisch weg. Das ist ja das Tolle. Und ich muss nicht immer an irgendwelche Schubläden rennen, wo dann draufsteht, da sind Blumen drin und da sind Pilze drin und da ist das und jenes drin. Ich bin der visuelle Typ, habe ich festgestellt. Ich will das sehr direkt und
mir dann aussuche direkt und nicht erst überlege, auch heute mache ich eine Blume oder heute mache ich das. So habe ich alles drin. Ja. Ob das da zum Beispiel drin bleibt, weiß ich nicht. Kann sein, ich hole das raus, ersetze das durch was anderes. Aber im Moment ist es jetzt mal so. So, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Gell? Macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss.